Mein Wunsch ist, dass für Klaus doch eine gewisse Gerechtigkeit geschaffen wird, auch weil er gerade keinen Prozess bekommen hat. Und ich denke, für Gerechtigkeit braucht es als Basis immer eine gewisse Objektivität, also dass man die Fakten auch so schildern kann, wie sie wirklich waren. Und nachdem die Gerechtigkeit für ihn ja wahnsinnig wichtig war, ist das eigentlich mein größter Wunsch. Also es ist ein trauriger Fall, ein tragischer Fall für alle Beteiligten. Schrecklich, was hier geschehen ist. Der Klaus hat sein Leben letztlich hingegeben. Mein genereller Eindruck ist, dass er im Laufe der Ermittlungen immer mehr empfand, von niemandem gehört zu werden. Wenn keine Klarheit geht, wie geht denn mein weiterer Lebensweg denn in irgendeiner Form weiter, bin ich dem ausgeliefert und hilflos und ohnmächtig. Und das ist schon ein schwer zu ertragender Zustand. Ich heiße Nelly Bornschein und ich möchte dieses Interview oder diesen Film gerne veröffentlichen bezüglich der Geschichte meines Mannes, der verstorben ist auf tragische Weise. Ich bin aufgewachsen in München in einer Familie, meine Eltern waren beide Ärzte. Mein Vater hatte sehr viel Grundbesitz geerbt, das heißt eine sehr wohlhabende Familie. Und was meine Kindheit speziell geprägt hat, also ich bin die Jüngste, meine Geschwister sind etwas älter, ist, dass meine Eltern relativ intensiv sich in so esoterische Konzepte hineinbegeben haben, die sie dann auch umsetzen wollten in der Öffentlichkeit. Und wenn ich es so ein bisschen expliziter jetzt ausdrücke, würde ich sagen, also sektierische Züge angenommen, das Ganze. Es wurde mit Patienten aufgebaut, diese Sache. Und ich war mehr oder weniger da mit diesem Projekt ziemlich verflochten, weil meine Mutter speziell, auch mein Vater, die Idee hatten, dass ich da so die Nachfolge von diesem Projekt antreten werde irgendwann. Dazu kam, dass ich keine Freunde hatte, auch weil, ich glaube, ein bisschen auch bewusst isoliert. Ja, also ich war viel allein. Ich bin eben aufgewachsen in dieser Phase, wo meine Eltern wirklich sehr intensiv sich beschäftigt haben mit diesen esoterischen, spirituellen Dingen. Also ich war öfter als Kind schon in Indien. Sie haben mich immer wieder mitgenommen, auch in Ashrams. Meine Mutter hatte damals auch eine Phase, wo sie intensiv mit Bhagwan irgendwie verbunden war. Und ich habe diese Phase sehr intensiv erlebt. Das heißt, die Kindheit war natürlich speziell. Also so Dinge, glaube ich, die jetzt normale Kinder weniger erleben. Und es ist ein etwas eigenes, eine etwas eigene Familie. Ja? Also, dass sie dann diese Pyramide gebaut haben im Garten, ja, dieses spirituelle Zentrum, das war dann schon auch bei den Nachbarn, stieß jetzt nicht unbedingt auf großes Verständnis. Aber ich bin natürlich auch anders aufgewachsen, weil ich in meiner Kindheit missbraucht wurde von meinem Vater und das auch unter Wissen und sogar Einverständnis meiner Mutter. Und ich sag mal, wenn man das als Kind so erlebt und auch nicht drüber sprechen kann und will, dann ist es ja auch so etwas, wo man jetzt nicht unbedingt das einordnen kann gleich oder versteht. Man versteht, man ist anders und man versteht, man reagiert anders, aber man schämt sich eher, als dass man irgendwie jetzt sagt, du bist schuld. Ich habe versucht, irgendwie mich abzugrenzen, es zu klären in dieser Zeit, gerade mit meinem Vater. Und das war aber alles in meiner Familie überhaupt nicht möglich, nicht thematisierbar. Und dann alles immer spirituelle Gründe und diese Beziehung zwischen meinem Vater und mir spirituell. Und ich muss dazu sagen, also das Denken meiner Eltern kann man jetzt nicht, glaube ich, als so normal, rational, logisch. Man hört Ärzte, aber was ich am Anfang gesagt habe, dieses Umschwenken in eine esoterische Denkart, die kann ja unter Umständen auch noch
einigermaßen nachvollziehbar bleiben, je nachdem, von welcher Esoterik wir sprechen. Aber hier ging es wirklich in Richtungen, wo einfach alles gerechtfertigt wurde mit diesen Vorstellungen. Und meine Eltern hatten den festen Plan, dass ich bei ihnen in dieses Zentrum einsteige. Und ich habe dann in dem ersten Jahr, nachdem ich die Schule abgebrochen habe, das Gymnasium nach der mittleren Reife, ein Jahr als Sekretärin dort gearbeitet und sollte schon so ein bisschen anfangen, das Programm zu entwerfen für die Seminare dort und Kontakte zu knüpfen. Es kamen damals viele Leute von, ich weiß nicht, Amerika, überall, die esoterischen Größen aus der spirituellen Szene. Also ich kann heute vielleicht ein bisschen lockerer darüber sprechen, aber das war damals mein Alltag und jetzt nicht unbedingt sehr einfach, weil ich war ja eigentlich erst 15 Jahre und hatte eigentlich andere Bedürfnisse, Gedanken. Klaus und ich, wir haben uns hier in Berlin kennengelernt, vor langer Zeit, also vor 17 Jahren. Wir haben uns beide damals entschieden, die Heilpraktikerschule zu machen, haben uns dort auf die Heilpraktische Schule in Kreuzberg kennengelernt. Und also es war eigentlich, sagen wir mal, eine schöne Begegnung, weil also irgendwie ist man ja dann auch manchmal, dann sucht man irgendwie gerade in einem Moment im Leben nach etwas Neuem und vielleicht auch nach einer neuen Beziehung. Und dann trifft man Menschen, der einfach so genau passt, ja, also mit dem man sprechen kann, mit dem man kommunizieren kann über alles eigentlich. Und was bei Klaus einfach von Anfang an sehr stark ausgeprägt war, war einfach so diese Empathie und sein Interesse. Also ich glaube, er hat schon gespürt, bei mir ist irgendwas verletzt oder anders, und er hat aber so ein wahnsinniges Interesse daran gehabt und eine sehr große Wärme, menschliche Wärme. Immer wieder, wenn ich zurückdenke an die Berliner Zeit, wir haben ja dann hier auch, ich glaube, insgesamt zusammen 4 Jahre als Paar gelebt. Also eine leichte Zeit, weil er war eigentlich ein leichter Mensch, also er war eigentlich ein sehr freier Mensch und hat hier seit 10 Jahren in Berlin gelebt, war eigentlich quasi Berliner, und das war so seine, also ich weiß nicht, es ist so eine ganz andere Phase der Beziehung gewesen als alles, was danach kam. Für mich war auch klar, eigentlich waren meine Eltern immer dagegen, dass ich irgendwie weder einen Mann noch heirate, noch Kinder, eigene Familie, eigenes Leben, weil ich war ja eigentlich immer für dieses Projekt geplant. Ich muss dazu sagen, ich habe als ich auf der Heilpraktikerschule Klaus kennengelernt habe, war ich schon bei meiner Mutter in Ausbildung. Und insofern war für mich von Anfang an einer der Grundkonflikte, wie bringe ich das zusammen. Ich war in Klaus verliebt, ich wollte mit ihm zusammen sein, aber ich hatte nicht die innere Kraft, mich loszusagen, weil ich war gerade erst wieder richtig doll eingestiegen, auch mit meinem Denken. Und ich habe dann sehr stark manipulativ, muss ich sagen, auch eingewirkt auf Klaus, dass er mit mir diese Ausbildung macht, weil ich wollte irgendwie, dass meine Mutter ihn doch gut findet, dass er da irgendwie reinfindet. Ich wollte ihn verkaufen als einen besonders spirituellen Menschen, der dann vielleicht doch an meiner Seite irgendwie dort einen Platz fände. Wir waren regelmäßig bei meinen Eltern in München, da wir dann beide in dieser Ausbildung waren. Meine Mutter hat ihn zwar auch ständig reglementiert, über den Mund gefahren, aber irgendwie, dadurch, dass er sehr empathisch zuhören konnte, hat sie ihn auch geduldet, sage ich jetzt mal. Mein Vater nicht. Mein Vater hat von Anfang an eigentlich klar gemacht, der hat hier nichts zu suchen, das ist halt eine Art Straßenkehrer, was will der hier? Und er hat ihn eigentlich keines Blickes gewürdigt, wenn er bei uns zu Besuch war. Die Demütigungen und Beleidigungen durch meinen Vater Klaus gegenüber wurden eigentlich immer schlimmer. Also das war ja erst der Anfang. Zu unserer Hochzeit ist er gar nicht gekommen, die hat er einfach boykottiert. Und Klaus durfte irgendwann auch nicht mehr in das Haus meiner Eltern. Zunächst hat er ja Yoga gemacht bei der Frau Dr. Bornstein. Das war wohl ganz eindrucksvoll. Aber auch da hat sie schon begonnen, manipulativ zu sein, alle möglichen Dinge zu verlangen. Es hat sich abgezeichnet, dass sie einfach Macht haben wollte und die verspürt hat und auch ausgeübt hat.
Und das war also das Erste, was er mir über die Frau Bornstein berichtet hat. Und eben dann, wie man ihn, nachdem seine Beziehung zur Nelly dauerhafter wurde, versucht hat, aus dieser Familie rauszuekeln. Wie man ihn gedemütigt hat. Das begann damit, dass man ihm gesagt hat, er stamme eigentlich aus einer völlig unpassenden, niederen Familie, aus einer Herkunft, die in Indien würde man sagen, aus der untersten Kaste, quasi ein Unberührbarer wäre er. Und das hat man dann im Laufe der Zeit vertieft. Er musste, um weiter im Bereich der Familie Bornstein geduldet zu werden, seiner Familie einen Brief schreiben, den die Frau Bornstein vorgegeben hat, der ist auch in der Akte, wo er seiner Familie klar macht, dass er mit ihr keinen Kontakt mehr haben will, weil das einfach völlig unpassend ist für ihn, wo er jetzt in so einer Familie quasi aufgenommen wird. The relationship between Klaus Oppermann and his mother-in-law. Die Beziehung zwischen Klaus Oppermann und seiner Schwiegermutter war eine wahnsinnige Beziehung, wirklich verrückt, und zwar von Beginn an. From the beginning. Sie hatte bestimmte ideologische Vorstellungen, dass man sich von seinem Herkunftsumfeld distanzieren muss, damit man für die Spiritualität richtig sich öffnen kann. Und bei Klaus war eben die Verbindung auch entsprechend, dass er laut Analyse meiner Mutter, würde ich sagen, als niederste Klasse eingestuft wurde. Und dann hat sie das einfach so verwertet, weil sie auch gesehen hat, okay, Klaus hat einen starken familiären Hintergrund, der ihm auch eine gewisse Selbstbewusstsein verschafft und eine gewisse innere Freiheit. Und da musste gekappt werden. Und sie hat sehr lange daran gearbeitet und sie hat es dann aber wirklich geschafft. Es hat eine große Krise losgetreten, wo Klaus wirklich das erste Mal psychisch richtig in die Knie gegangen ist. Und ich muss sagen, diese Art von meiner Mutter war doch so wirksam, dass Klaus irgendwann doch angefangen hat, sich, obwohl er am Anfang resistent war und das eigentlich ihn auch nicht interessiert hat. Er hat es mir auch gesagt, aber er hat gesagt, ja, dir zuliebe mache ich's. Und hat dann aber irgendwie angefangen, das so zu verinnerlichen. Und das ist ein Phänomen, das kenne ich von vielen Patientengeschichten. Ich habe ja nachher mit vielen Menschen auch gesprochen, als ich dann mehr über diese Dinge auch im aufklärenden Sinn gesprochen habe. Und alle berichten mir das, auch Personen, die Ingenieure waren, die schon im Leben standen, die dann da irgendwie 2-3 Mal an Seminaren teilgenommen haben und die dann irgendwann so innerlich mürbe geworden sind, dass sie dann einfach diesen Redeschwall aufgenommen haben und irgendwie immer wieder hingegangen sind. Auch wenn die erste Reaktion bei den allermeisten Menschen erstmal antipathisch war. Und das ist ein Phänomen. Ich sag mal, das ist vielleicht auch diese, wo ich dann sage, ja, deswegen nenne ich das Ganze sektenähnlich, ja, weil meine Mutter doch ein gewisses Charisma hatte, was diese Wirkung ausgelöst hat auf Menschen. Und das erklärt vielleicht auch, warum wir dort so tief reingeraten sind. Ja, um die Frau Bornstein zu beschreiben, kann ich vielleicht Rückgriff nehmen auf einen sehr klugen, psychologisch offenkundig gebildeten Polizeibeamten in München. Der Beamte, der hier das Verfahren zu bearbeiten hatte wegen Schweigepflichtverletzungen, weil die Frau Bornstein ist mit ihren Gesundheitsakten umgegangen, wie sie gerade wollte, hat ihren Freunden alles gegeben von all den abtrünnigen Patienten, die sie einfach als ihre Freunde, als ihr Besitztum bezeichnet hat und empfunden hat. Und der hat hier die ganzen Zeugen, die Anzeige erstattet haben, vernommen und hat gesagt, die hätten durchgängig berichtet, dass sie eine hochintelligente Frau wäre, aber sehr manipulativ und sehr beherrschend. Sie wäre sich ihrer Macht bewusst und hätte ihre Macht auch ausgeübt.
I would say it's very curious because usually when we present somebody. Es ist eigenartig, denn normalerweise, wenn ich einen Mandanten vertrete, der ein Verbrechen begangen hat, habe ich auch ein Mitgefühl für die Opfer. Denn ich denke, es ist ja immer ein trauriger Umstand, wenn jemand getötet wird. Man kann einen Verbrecher vertreten und trotzdem traurig sein für die Familie der Opfer. Aber in diesem Fall erschien Frau Bornstein so schrecklich, sie hatte so viele Opfer, sodass ich niemals dieses Empfinden für sie bekam. Meine Mutter hat als Ärztin Patienten meines Erachtens teilweise direkt in Lebensgefahr gebracht. Also es war zum Beispiel eine Patientin, fällt mir ein, die hat sich nach einem Jahr der Intervention meiner Mutter das Leben genommen. Aus dem Nachlass der Patientin haben wir Dokumente, woraus hervorgeht, dass meine Mutter sie hypnotisiert hat, dass sie sie spirituell indoktriniert hat, reglementiert hat. Sie hat sogar im Praktischen Hinweise für Gerichtsverfahren gegeben, die Patientin gegen ihren Ex-Mann machen sollte, um sich von dem zu befreien. Und dafür hat meine Mutter sogar ihren eigenen Anwalt zur Verfügung gestellt. Klaus hat sich ziemlich eingesetzt, auch für die Aufklärung dieser Patientengeschichte. Sicher gibt es Geschichten von ihr, wo sie Einfluss genommen hat in psychiatrische Therapien, sich auch eingemischt hat in Familienkonstellationen bei anderen Menschen und auch Therapien verhindert hat. Deswegen ist sie in der Psychiatrie nicht ganz unbekannt gewesen. Und insofern ist schon eine Expansion ihres Einflusses auf Aspekte, die weit außerhalb ihrer eigenen Kompetenz lagen. Ich habe so etwas gemacht wie eine psychologische Autopsie. Das ist eine Vorgehensweise, wie man auch in der Psychiatrie mit Menschen versucht, die Charaktere oder die Einstellungen von Menschen abzuleiten, die sich suizidiert haben, abzuleiten. Mit vergleichbarer Technik habe ich versucht, sozusagen ein Persönlichkeitsbild zu erstellen. Und dieses Persönlichkeitsbild hat ergeben, dass die Frau Bornstein sicher eine sehr auffällige Frau gewesen ist, die im Grunde einen sehr großen Selbstbezug gehabt hat, die auch sich selber in einer Position gehoben hat, die nicht ganz der Realität entsprach, die sektiererisch veranlagt war, die sich wohl eher so einer pseudo-indischen Philosophie, Sai Baba ist jetzt nun ja durchaus was auch in der Literatur bekannt ist, zugewandt hat und die dann ja in ihren Schreiben auch behauptet hat, dass der Geist von Sai Baba in ihr wohne und sie sozusagen mit seiner Autorität sprechen könne, was natürlich eine maßlose Selbstüberschätzung ist, wenn man das nüchtern und mit dem sachlichen Verstand eines distanzierten Beobachters sieht. Meine Mutter war psychotherapeutisch geschult. Sie kannte auch Schwachpunkte bei Menschen. Sie wusste auch genau, der Mensch, den muss ich da einfach nur ein, zwei Sätze servieren. Und dann ist der lahmgelegt, dann hört er mir zu. Und das hat eine extrem manipulative Wirkung, weil wenn man erstmal verletzt ist, dann hat man damit zu tun. Dann hat man erstmal mit dem zu tun und dann ist man erstmal nicht mehr in der Lage, sich zu schützen, sich abzugrenzen und sich auch rauszuziehen. Und wenn das wiederholt passiert, weil sie hat die Menschen ja studiert, sie war ja hochintelligent, also sie hatte ein Gespür auch, wo genau muss sie ansetzen bei jedem. Und die Leute, die in der Ausbildung waren, das waren alle Patienten. Die waren alle irgendwann bei ihr in Privatsitzungen über Stunden, haben die ihr alles, ihre ganzen intimsten Sachen erzählt.
Ich habe Klaus Oppermann natürlich gefragt, warum er sich das alles gefallen lassen hat. Und dann hat er gesagt, er war irgendwie von diesem Umfeld abhängig und stand irgendwie unter dem Einfluss der Schwiegermutter primär, aber eben auch war er gebunden durch seine Liebe zur Nelly und deshalb wusste er nicht, wie er sich hier lösen sollte. Er hat ja mit Nelly dann irgendwann doch versucht, den großen Schnitt durchzusetzen. Und die Nelly hat der Familie klargemacht, dass sie aus dieser Familiengesellschaft, die eine sehr wohlhabende Gesellschaft mit all ihrem Vermögen betrieben haben, aussteigen will. Da gab es natürlich Theater. Wenn ich nicht mich unterordne weiter wie bisher, wenn ich nicht das tue, was ihre Regeln sind und den Regeln folge, blind, und nicht, wenn ich mein eigenes Gewissen praktisch nicht weiter übertöne, dann werde ich praktisch aus dem Erbe ausgeschlossen, dann bin ich ein moralisch unglaublich schlechter Mensch, also das hatte ganz verschiedene Ebenen. Dazu kam also, wenn du Klaus weiter siehst und so weiter. Ja? Also es waren einfach auf verschiedenen Ebenen Druck und ich würde es auch sagen, Nötigungssituationen aufgebaut. Und ich habe dann einfach begonnen, auch hier juristisch möglichst rational mit den Dingen umzugehen. Ich habe dann aufgrund des Drucks, der aufgebaut wurde, verlangt, dass die ausbleibenden Zahlungen geklärt werden im Rahmen dieser Zivilklage. Der Richter hat mir gesagt, das wird ewig weitergehen, klären Sie das Erbe ein für eine Mal, damit Sie da einen guten Schnitt machen können. Dann haben wir eine Mediation unternommen, haben dann 5 Stunden dran getüftelt, einen Erbvertrag aufzusetzen über 3 Seiten, damit ich aus dieser KG ausscheide, damit ich nicht mehr Teil bin, damit ich dann praktisch die Abfindung bekomme, wie sie im Vertrag steht, damit ich auf das und das verzichte, wie es mein Vater von mir wollte und praktisch aus dem Erbe ausgeschlossen bin. Ich habe zu allem Ja gesagt, einfach damit wir uns wirklich unabhängig einmal bewegen können, dass wir keinen Kontakt mehr haben müssen, weil wir beide, Klaus wie ich, aber auch Klaus wirklich, muss ich sagen, psychisch, gesundheitlich immer weiter am Boden waren. Irgendwann kam es dann doch zu einem Vergleich, wo alles geregelt war, bis auf einen Formfehler. Und der Formfehler war letztlich der Auslöser für die Tragödie, die hier am Schluss passiert ist, weil eben die Bornsteins diesen Formfehler benutzt haben und gesagt haben, wir wirken da nicht weiter mit. Und immer wieder dann den Köder ausgeworfen haben, es sei denn, ihr macht das oder ihr macht jenes. Und die Frau Bornstein hat immer wieder den Klaus gebeten, doch mal zu kommen. Und dann könne man ja über alles reden. Und sie hat ihn also da immer wieder quasi hergelockt mit dem Angebot, man könne diese Geschichte ja lösen. Und das war auch der Punkt, weshalb der Klaus hier nach Südfrankreich gefahren ist, weil eben die Schwiegermutter gesagt hatte, wir müssen das mal beenden, komm, wir werden uns da schon einigen. Sie hat diese dumme Geschichte mit dem Erbvertrag benutzt. Und Klaus hat mit dieser Geschichte immer mehr seinen Verstand verloren. Was ist denn Saint-Cyr dann passiert? Ich weiß es nicht. So what did happen in Saint-Cyr? I don't know. Der Klaus war ja auch durch diese zivilrechtliche Auseinandersetzung, durch diesen jahrelangen Streit schon so belastet, dass er ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. Da gibt es auch einen ärztlichen Bericht in der Akte, der sagt, dass er depressiv ist, dass er traumatisiert ist,
dass er an Schlaflosigkeit leidet, der ist mit der Situation nicht klargekommen. Ich war gerade am Aufwachen, klingelt an der Tür die Kripo Stuttgart, ja, und ob ich wüsste, wo mein Mann ist. Und ich wusste nur, Klaus ist irgendwie klettern gefahren. Ich dachte, oh Gott, Klaus ist abgestürzt irgendwie. Ich dachte einfach, er war so erschöpft auch zu der Zeit, ja. Also er hat einfach Nächte nicht geschlafen. Und mein Mann sei in Südfrankreich gefunden worden, ob mir das was sagt. Natürlich hat mir das was gesagt, weil ich weiß, meine Eltern haben ein Haus in Südfrankreich, wir haben sonst keine Verbindung nach Südfrankreich. Ja. Also und ich hatte dann, ja, was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Klaus erinnerte sich, zum Haus zu kommen, nachdem Frau Bornstein ihm sagte, er solle zu ihrem Haus kommen, nachdem er schon ein paar Tage in Saint-Cyr verbracht hatte. Das nächste, an das er sich erinnern konnte, war dann, dass er auf einem Stuhl saß und die Polizei rief. Klaus hat mir berichtet, er müsse wohl die Rettungskräfte angerufen haben. Das sei ihm auch nicht mehr so ganz klar, aber sei ihm durch Kenntnis des Akteninhalts bewusst, dass er eben da angerufen hat. Und die Akten wiederum haben gezeigt, dass er da völlig aufgelöst hat und nur darum gebeten hat, sofort zu kommen. Da wären zwei Menschen, die schwer verletzt, möglicherweise tot sind, und die sollen sofort kommen. Und die Rettungskräfte bzw. möglicherweise auch ein Polizeibeamter wollte natürlich schon gleich jetzt ihn festlegen, ja, was ist denn passiert? Und da hat er gesagt, ich weiß es nicht. Und letztlich, nachdem das Gespräch länger gedauert hat, war er völlig überfordert und ist in einen Weinkrampf verfallen. So schildern es die Beamten, so haben die es am Telefon erlebt. Aber das Bild haben sie dann auch wieder vorgefunden, wie sie am Tatort waren. Er war also nur ein Bündel Elend, völlig fertig und wusste nicht, was geschehen war, wie ihm geschah. Er wusste gar nichts. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Klaus selbst die Polizei rief. Er war ganz offensichtlich völlig außer sich. Der erste Psychiater, der ihn im Polizeigewahrsam untersuchte, sagte in seinem Bericht, dass er schuldunfähig sei. Diese extreme manuelle Gewalt, die hier in dieser Tat zum Ausbruch kam, dass man ohne jede Waffe zwei Menschen tötet und denen das Genick bricht, was extrem schwer ist, weil Rechtsmediziner sagen, dazu ist ein normaler Mensch gar nicht fähig, weil ein menschlicher Körper da schon stabil gebaut ist. Aber offenkundig hat er es geschafft, da mit bloßen Händen, wie er später offenkundig wurde, diese beiden Menschen zu töten. Und wenn jemand einen solchen Ausbruch an überschwänglicher Gewalt demonstriert, dann ist das immer ein sicheres Zeichen für hochgradige Erregung, für einen Affekt, der die Schuldfähigkeit natürlich ganz stark eingeschränkt hat. Ehrlich gesagt, was war passiert? Diese Frage, ich kann sie bis heute nicht beantworten. Weil auch Klaus hat sich nicht erinnern können. Und Klaus war ein Mensch, ich glaube jedes Wort, was er mir erzählt hat,
weil er war kein Lügner. Er war einfach ein innerlich aufrichtigster Mensch und er hat keine Erinnerung gehabt. Das hat er mir von Anfang gesagt. Er hat ein schwarzes Loch, ein Blackout, der hat sich nie aufgelöst, was diese Tatszene betrifft. Und ich habe mich auch wirklich über Jahre, ich tue mich immer noch schwer, mir vorzustellen, dass Klaus als den ich kenne, er ist einfach auch ein eher zierlicher, großer, aber zierlicher Mann gewesen, dass er beide meine Eltern mit bloßen Händen umbringen kann. Das ist etwas, was bei uns in Deutschland unter dem Aspekt häufig der tiefgreifenden Bewusstseinsstörung läuft im juristischen Sinne, also einem, dass einem, der ansonsten gesund ist, in einer besonderen, extremen Belastungssituation ein vergleichbarer Zustand eintritt, wie er bei psychischen Krankheiten auch eintreten kann, nämlich dass man die Kontrolle verliert, dass man aber auch das Bewusstsein eingeengt ist, nicht verliert, man verliert es nicht, aber es ist eingeengt. Man blendet Außenreize aus und man vergisst nicht, man nimmt es gar nicht so ins Gedächtnis wahr, was um einen herum passiert ist. Das würde man aus dem Tatbild ableiten. Ich habe verschiedene Hypothesen, die sind relativ schnell auch entstanden aus dem, wie ich meine Eltern kenne und dem, was mir Klaus erzählt hat. Und meine Mutter hatte eine große Gabe der Provokation. Sie hat sie gezielt eingesetzt, diese Provokation. Meine Mutter hatte eine große Gabe der Manipulation und sie wusste, wie man hypnotisiert. Das hat sie sehr gut gekonnt und hat sie häufig eingesetzt und ich hatte selbst Erfahrungen damit. Und ich hatte Erfahrungen damit, wie es war, dass man sich an nichts erinnern kann nach so einer Hypnose. Und das war bei mir das, was am allerersten die Alarmglocken hat läuten lassen. Eine der Spekulationen ist, dass er tatsächlich in eine derartige Belastungssituation, Konfrontation, aber auch möglicherweise in eine Suggestionsfalle hineingeraten ist, wo bestimmte hypnotische und suggestive Einflussnahmen eine Rolle gespielt haben. Für die Hypnose gab es an tatsächlichen Hinweisen nur eben die Möglichkeit, oder sagen wir mal das Indiz, dass die Frau Bornstein schon irgendwo gesagt hatte, sie will ihrem Leben hier ein Ende machen und dem Sai Baba folgen und ein anderes Leben führen. Also es ist nicht so, dass sie den Tod per se gefürchtet hat, sondern eher eine Chance im Tod gesehen hat, sich spirituell weiterzuentwickeln und noch ein ganz anderes Leben zu führen. Und das ist immer wieder mal von ihr gesagt worden. Gibt es auch in den Akten allerlei Briefe und Geschichten. Also das wäre ein Hinweis dafür, dass sie sterben wollte. Und auch der Klaus hatte diese Idee, weil er eben sagt, ich weiß nicht, wie ich sonst dazu komme. Und sie war in der Lage, das zu hypnotisieren. Ihre Jünger, sage ich jetzt mal, also all die Patienten, die da noch zu ihr gehalten haben, das war ja der deutlich kleinere Teil, die sind dann von den Anwälten gleich als erstes gefragt worden, gell, die konnte doch keine Hypnose, die hat nie Hypnose gemacht. Wenn sowas als erste Frage kommt, dann meine ich, man hat diese Geschichte gefürchtet. Und das wäre ein zusätzlicher Hinweis dafür, dass es gar nicht so abwegig ist, was hier der Klaus und ich gedacht haben. Rein theoretisch ist es nicht ausgeschlossen, dass auch Hypnose zu einem solchen Zustand führt. Man muss es nur wissen, wie man sowas macht. Und das können Leute durchaus tun. Man denke nur an Jonestown. Ich weiß nicht, ob es Ihnen das was sagt, also wo eben ein Sektenführer dazu geführt hat, seine Anhänger dazu gebracht haben,
sich reihenweise nicht nur zu suizidieren, sondern auch ihre Nachbarn sozusagen mit in den Tod zu nehmen. For him, the story was as follows, that Mrs. Bornstein decided to die. Für ihn war die Geschichte folgendermaßen. Frau Bornstein wollte sterben und hatte entschieden, sich von Klaus töten zu lassen, und sie wollte eine schreckliche Gewalttat, damit Klaus eine möglichst lange Haftstrafe bekommt. Das war die Geschichte von Klaus. Ich habe keine Ahnung, ob das wahr ist oder nicht. Ich habe keine Möglichkeit, es zu widerlegen. Wir haben verstanden, dass Frau Bornstein verrückt war, dass sie gefährlich war, dass sie Personen dazu gebracht hatte, Suizid zu begehen. I'm doing this job for nearly 40 years. Ich mache diese Arbeit seit fast 40 Jahren. Ich habe unglaubliche Geschichten gesehen, unfassbare Geschichten. Deswegen bin ich auch bereit, erst einmal alles in Betracht zu ziehen. Ich erinnere mich an einen Fall vor einigen Jahren, als etwas sehr Ähnliches geschah. Eine Dame wollte von einer anderen getötet werden. Vorher schrieb sie ein Buch, welches das Tatvergehen aus Sicht der Täterin ganz genau beschrieb. Das war natürlich ein ganz klarer Fall von Suizid, wo das Opfer des Verbrechens die andere dazu gebracht hatte, sie zu töten. Insofern habe ich nichts gegen eine solche Theorie einzuwenden. So, I have nothing against such a theory. Ich glaube aber trotzdem, dass auch für Sie ein Punkt war, wo sie mit diesen ganzen Verantwortungen, die sie auch juristisch hatte, zu tragen hatte, mit all den Dingen, die dann irgendwie auch in ihrem Leben nicht aufgegangen sind, nicht mehr leben konnte und wollte. Also ich glaube, für sie war die letzten Briefe, als was ich von ihr gehört habe, auch dieser Brief, der in der Akte ist, als letzter Brief, ich sage Abschiedsbrief, für mich ist es ein Abschiedsbrief, er ist mich an mich adressiert. Ich glaube, es ist so, du wolltest nicht meine Pläne erfüllen und jetzt hast es. Also bei mir ist es so angekommen. Und ich kann nur von Hypothese sprechen. Für mich ist dieser Konflikt, den sie als Mutter zu mir als Kind hatte, dass ich nicht ihr Organ bin, ihr Besitz, der ihre Pläne ausführt über ihren Tod hinaus und genau das macht, was sie mir eintrichtert und eins zu eins umsetzt, dass, als ich mich da rausgelöst hat, hat für sie ein Lebenskonflikt begonnen. Das erste Mal, als wir uns gehört haben, weil das hat schon ewig gedauert, am Telefon. Und das war, mir ist ein Stein von Herzen gefallen, einfach seine Stimme zu hören. Ich hatte so eine wahnsinnige Angst auch um ihn, ja, weil er ist einfach, um vielleicht nochmal ein Bild zu vermitteln, Klaus ist ein sehr sensibler Mensch gewesen. Also, Er war ein philosophisch interessierter Mensch, der hatte eine feine Art, mit Menschen umzugehen. Es war jetzt kein Brutalo, ja, der halt einmal draufhaut, überhaupt nicht. Ja. Und ich hatte einfach das immer von Anfang an das Gefühl, wie soll er denn sowas durchstehen? Ja? Und als ich dann seine Stimme gehört habe und die Wärme in seiner Stimme, und er hatte halt immer die Gabe, dass er dann an andere, er hat immer an andere gedacht, er hat dann versucht, mich irgendwie aufzuheitern und gefragt, wie es geht, und er hat mir halt vermittelt, das ist in Ordnung, also ich soll mir jetzt keine Sorgen um ihn zu machen und die Zellgenossen sind in Ordnung und ich brauche keine Angst haben. Das erste Mal ihn zu sehen, es war schockierend, weil er einfach wahnsinnig abgemagert war und ich habe gesehen, wie geht's ausgezehrt, also wie die Situation an ihm genagt und wie schrecklich das eigentlich sein muss. Ja. Natürlich war es wahnsinnig schön, ihn zu sehen, also, und ich bin wahnsinnig erleichtert gewesen und gleichzeitig war es der schrecklichste Moment meines Lebens, weil in diesen Verhältnissen, in dem Gefängnis, ja, wo man erstmal hier durch Fließband alles durchscannen, hier alles abgescannt, schlimmer als am Flughafen, in dem Warteraum, jede Tür muss zweimal auf- und zugesperrt werden, also Gefängnis. Und er konnte ja nicht raus. Ich konnte ja dann da wieder raus, aber er musste da drin bleiben. Und das war für mich wahnsinnig hart.
The situation in French jails is awful. Die Situation in französischen Gefängnissen ist furchtbar. Ich glaube, wir haben ungefähr 60.000 Zellen zur Verfügung und tatsächlich haben wir aber ungefähr 75.000 Gefangene. Aus diesem Grund wird Frankreich regelmäßig vom Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. Die Situation in französischen Gefängnissen ist schwierig. Es wohnen zu viele Gefangene in einer Zelle. Es gibt aber auch nicht genügend Personal, das sich um die Gefangenen kümmern kann. Daher ist die Situation wirklich furchtbar. There are not enough people to take care of them, so it's an awful situation. Ja, mein erster Besuch bei Klaus war ganztägig, weil ich mir gedacht habe, man muss so einer Sache auch Zeit widmen. Und der Klaus hat das auch dringend gebraucht. Er hat nur so gesprudelt, obwohl er eigentlich kein Schwätzer ist, sondern eher ein ruhiger Mensch, ein offener Mensch, vielleicht ein bisschen zu sehr Wahrheits- und Gerechtigkeitsfanatiker, aber ein Mensch, der hier mich garantiert nicht angelogen hat. Und wenn man 50 Jahre lang mit schwierigen Menschen in verschiedenen Situationen zu tun gehabt hat, dann hat man da schon die Möglichkeit, das einigermaßen sicher zu beurteilen. Die U-Haft, lapidar gesagt, verändert einen Menschen. Dann kommt man in eine für den Betreffenden völlig ungewohnte Situation, in der man überhaupt nicht mehr Herr seiner eigenen Entscheidungen oder seines eigenen Verhaltens ist, sondern alles wird kontrolliert, alles wird beobachtet, alles wird sozusagen ja, reglementiert. You know, the judge of Toulon is not a very clever one. Die Richterin in Toulon war nicht wirklich die cleverste. Sie war dort an einfache Fälle gewöhnt, wie zum Beispiel, du bist der, der Dean getötet hat, oder ich habe einen Banküberfall begangen. Also einfach. Dieser Fall war aber außerordentlich komplex und schwer zu verstehen. Das Schlimmste ist für mich, dass der Klaus in einem Umfeld war, wo man nicht so viel tun konnte wie in Deutschland. Wir hätten hier einen sehr viel qualifizierteren Psychiater gehabt und eben auch Richter, die sich bemüht hätten, einzufühlen in die Geschichte und wo es nicht so ja, mit einer gewissen Arroganz, die schon durch das Auftreten eben, wenn da sechs Leute mit der Robe mit allerlei Rüschen da reinmarschieren und sagen, Angeklagter aufstehen und wie das in Draguignan der Fall gewesen wäre, das ist noch ein Justizverhalten, wie es bei uns vor Jahrzehnten nach dem Krieg noch kurze Zeit war. Also was den Umgang der französischen Justiz mit meinem Mann betrifft, möchte ich sagen, bin ich schon wirklich verbittert. Ich finde, die Ermittlungen waren wahnsinnig schleppend. Meines Erachtens sind Fehler passiert. Also es kann nicht sein, dass das erste psychiatrische Gutachten nach 2,5 Jahren noch nicht fertig ist. Das kann nicht sein. Also man kann das nicht schieben auf irgendwelche Umstände. Das muss gemacht werden, weil der Mensch sitzt ja die ganze Zeit in Haft. Dann frage ich mich schon, ist das dann immer so? Also ist das so normal? Ja, ist das Fairness? Ja, dass dann alles, was belastet, sofort rangezogen wird und alles, was entlastet, mit Ablehnung, mit der Ablehnung, wo man wieder kämpfen muss, wir waren ja, ich weiß nicht, zweimal oder zwei Anträge bei der Kassation, ja, dass man einfach bestimmte Dinge durchkämpfen musste, dass man überhaupt das Recht hatte, Zeugen zu vernehmen oder ein neues Gutachten. I think that our system of psychiatrists is not a very good one. Ich denke, dass unser psychiatrisches System nicht sehr gut ist. Zunächst einmal, weil unsere Justiz arm ist. Deswegen sind auch die psychiatrischen Gutachter nicht sehr gut.
Sie werden schlecht bezahlt, nur ein paar Cent oder Euros für ein forensisches Gutachten. Und daher sind die wirklich guten Gutachter auch nicht an solchen Aufträgen interessiert. Vielleicht an einem großen Fall in Paris für die Publicity, aber für einen kleinen Fall in Toulon interessiert sich keiner. Dann können wir natürlich die allgemeine Frage nach der Psychiatrie in Frankreich stellen. Und das mag eher eine Frage für einen Psychiater sein, weniger für mich. Warum sind die Psychiater so wenig daran interessiert zu helfen, die Personen zu hospitalisieren? Die Psychiater wollen hier im Allgemeinen zu keiner Schlussfolgerung in ihren Gutachten kommen, die dazu führt, dass es keinen Prozess gibt. Denn sie sind letztendlich doch eher Menschen als Psychiater. Und da ist etwas in ihrem Kopf, was ihnen suggeriert, der muss bestraft werden. Und an einem Punkt in ihrem Gutachten vergessen sie dann auf einmal, dass sie Psychiater sind. Nein, der Typ muss bestraft werden. Ich denke, letztendlich wollen Sie diese Person nicht bei sich in Ihren psychiatrischen Kliniken aufnehmen. Ich habe einen interessanten Bericht von einem deutschen Gutachter gelesen und ich denke, dass wir hier, vor allem in Bezug auf forensische Gutachten, sicherlich unser Niveau verbessern könnten. And I think there could be improvements in the French psychiatrist, especially for reporting criminal cases. Also in Deutschland läuft die psychiatrische Untersuchung von Tätern und Opfern anders ab als in Frankreich. In Frankreich ist es sehr viel gerichtslastiger. Das heißt, das Gericht entscheidet sehr viel mehr selber und sucht weniger Hilfe von anderen Stellen. In Frankreich gibt es auch sozusagen die Psychiatrisierung des Rechts nicht so wie in Deutschland, weil zum Beispiel lange Zeit keine Nachbehandlung von psychisch kranken Rechtsbrechern in der Psychiatrie erfolgte, sondern allenfalls in den Haftanstalten. Es gab keine verminderte Schuldfähigkeit und insofern war der Einfluss von Psychiatrie und die psychiatrische Aufklärung von Tätern und Opfern weitaus seltener oder seltener und auch weniger, würde ich sagen, professionell ausgebildet. Also in Deutschland gibt es ja eine Spezialausbildung für forensische Psychiatrie, das gibt es in Frankreich in der Form nicht. Ja, die U-Haft war natürlich hier am Schluss mit verhängnisvoll. 3,5 Jahre Untersuchungshaft sind für ein zivilisiertes Land ganz extrem außergewöhnlich. Das trifft manchmal Terroristen, wenn man wirklich hier Dinge ermitteln muss, die in andere Länder reinreichen und so weiter. Aber es ist in Deutschland völlig ausgeschlossen. Und in Frankreich lässt man sich eben Zeit. Und da wird ein Gutachten nach dem anderen beauftragt, nachdem man sieht, die Gutachten sind extrem schlecht. Dazu hat ja mein Kollege Tricot schon deutliche Worte verloren, wie das da abläuft. Und die U-Haft hat er natürlich als immer mehr zermürbend empfunden. Die Kraft, die Klaus noch am Anfang hatte, die war, das muss ich sagen, nach 3 Jahren völlig aufgesaugt. Er hat sich immer wieder rausgerissen durch innere Disziplin und er hatte auch eine Kraft und ich meine, er ist ein Kletterer gewesen, er hat auch ausgesetzte Situationen erlebt, ja, mit Panik und hatte die Kapazität, sich zu kontrollieren. Aber der konnte nicht mehr. Der konnte sich nicht mehr rausziehen. Es ging nicht mehr. Und also das war der Beginn. Also für mich war ein Fuß im Grab, wenn ich das so hart sage, aber natürlich, die Hoffnung war bis zuletzt und ich hatte Hoffnung auf diesen Prozess. My general idea is that more and more during the examination. Mein genereller Eindruck ist, dass er im Laufe der Ermittlungen immer mehr empfand, nicht gehört zu werden, dass niemand seine Beschwerden wahrnehmen wollte. Er war sich ziemlich sicher, das Opfer und nicht der Täter zu sein. Und er dachte zunehmend, seine Schwiegerfamilie würde die Richterin dazu bringen, ihn um seine Rechte zu bringen. Was für ihn eben maßgebend war und letztlich für diesen
Suizid ausschlaggebend war, war, dass er glaubte, er hat keine Chance, auf ein faires Verfahren, auf Gerechtigkeit, weil dieser Münchner Polizeibeamte, der immer ein enges Verhältnis zur Familie Bornstein hatte, offensichtlich, und auch zur Frau Bornstein speziell, in seinem Bericht nach Frankreich geschrieben hat, der Klaus sei eben Mitglied einer Sekte und diese Sekte sei schon mal aufgefallen, polizeilich und auch gerichtlich, weil sie einen Auftragsmörder gedungen hätte. Und in diesem Fall hier hätte die Staatsanwaltschaft in Deutschland zwar keine Beweise gefunden, aber das müsse er eben mitteilen. Und diese Geschichte des Beamten hat dann auch in die französische Anklage mit eine Rolle gespielt, die ist mit reingeflossen. Und das hat den Klaus fertig gemacht, weil er eben gesagt hat, wenn ich hier im katholischen Südfrankreich bei dieser selbstherrlichen Art der Richter auch noch als Sektenmitglied und möglicher Auftragsmörder von vornherein etikettiert bin, dann sind die befangen, dann habe ich keine Chance. Dann kriege ich 40 Jahre oder irgend sowas. Ich war tagelang fix und fertig. Ich habe selten einen Mandanten gehabt, mit dem ich so intensiven Kontakt hatte, obwohl ich ihn nur einmal 8 Stunden besucht habe, einfach aus finanziellen Gründen. Aber wir hatten ja dann den Weg mit den Telefonaten gefunden. Und dadurch war das doch über gut 3 Jahre in der Woche eine Stunde. Da kamen unendlich viele Gespräche zusammen. Und der Klaus war mir gegenüber total offen. Und es war eine Geschichte, die ich auch als persönliche Niederlage empfunden habe, die ich einfach nicht fassen konnte, weil wenn man so lange Zeit durchgestanden hat, aber das kam letztlich unerwartet, aber eben verständlich, wenn jemand glaubt, er bekommt keine Chance mehr, weil sich alles gegen ihn verschworen hat und die Familie Bornstein mit ihrer These, dass hier eben ein Auftragsmörder von einer Sekte tätig geworden wäre, völlig unsinnige Geschichte, dass das plötzlich nun die Wahrheit sein soll, damit kam er nicht klar. We agree on the fact that anyway, Klaus is not a stupid guy. Wir sind uns darüber einig, dass Klaus kein dummer Kerl ist. Wenn er seine Schwiegereltern wirklich töten wollte, hätte es sehr einfache Wege gegeben, nicht verhaftet zu werden. Warum verbringt er eine Woche in Saint-Cyr angesichts dieses komplizierten Beziehungsverhältnisses? Warum haut er nicht ab? Warum ruft er die Polizei? All dies deutet darauf hin, dass es eine sehr komplizierte Geschichte ist und dass wir wahrscheinlich nie wissen werden, was wirklich passiert ist. It's a very complicated story and that we'll never understand everything. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, weil ich hätte Klaus nie in die suizidale Kategorie gerechnet oder ich habe nie damit, so etwas hätte ich nie gerechnet. Also das war dann nochmal ein Schritt über den Abgrund eigentlich. Also von dem, was ich erlebt hatte, 3 Jahre vorher, 3,5 Jahre vorher, nochmal ein Schritt drüber.
Und das war wirklich also ein Ausnahmezustand, der hat angehalten, ich glaube, also bis heute sicherlich, ja, ich habe es sicherlich noch alles noch nicht verarbeitet, verdaut, aber das werde ich wahrscheinlich nie. Also das hat lange gedauert, bis ich den Abschiedsbrief endlich hatte. Das war mit einer Tortur. Als ich ihn dann hatte, war es jetzt nichts Neues, weil er schreibt letzten Endes, dass es mit seinem Verständnis der Menschenwürde nicht mehr vereinbar war, in dieser Situation weiterzuleben. Ich glaube, er hat sich einfach innerlich nie als schuldig empfunden, weil er hatte keine Beziehung aufbauen können zu der Tat, einfach von dem, wie er war, und durch die Erinnerungslosigkeit. Dazu kamen einfach wahnsinnig viele Vorwürfe, die sich aufgebaut hatten in dem Verfahren. Meine Geschwister haben dann das Ganze aufgebaut, ja, es ist ein Auftragsmord, und Klaus ist dann da angeheuert worden als Auftragsmörder, und er hat dann meine Eltern umgebracht, kaltblütig. Und ich meine jetzt mal ganz konkret auf jemanden, der hinter Gittern sitzt, keine Beziehung zu der Tat findet, völlig überfordert ist mit der Tat und dann noch als Auftragsmörder hingestellt wird, als höriger Sektenjüngling, der halt losfährt und dann die Leute totschlägt, ja, seine Schwiegereltern, der psychopathisch, habe ich schon gesagt, der kriminell, was weiß ich alles, das wird alles draufgepackt, nichts davon löst sich, nichts davon wird relativiert, nichts davon wird objektiviert. Er hat es auch explizit so geschrieben, er ist kein Mörder, und das wissen auch alle meine Geschwister, auch wenn sie es natürlich nicht sagen können, nicht sagen wollen. Und ich glaube, damit kann man wahrscheinlich auch nicht leben, wenn man gewiss, also wenn man irgendwie ein Selbstverständnis hat von wie ein Mensch irgendwie auch, was ein Mensch an Würde zusteht. Klaus war jemand, der auch, er hatte sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden, und ich glaube, so mit diesem Konflikt ist er innerlich auch nicht mehr zurechtgekommen. Ich gehe davon aus, dass er in Deutschland entweder freigesprochen worden wäre, im günstigsten Fall. Ich will jetzt nicht sagen, dass das extrem wahrscheinlich gewesen wäre, aber die Chance hätte er gehabt. Je nach Aussagen des Gutachters. Und da gab es hier nun schon sehr viele Anhaltspunkte dafür, dass er zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Und mein Wunsch wäre es einfach, dass diese Gerechtigkeit auf diesem Weg, wo sie ihm ja versagt war, auf Prozessebene, mit einem Prozess, dass er sie auf diese Ebene vielleicht doch noch irgendwie bekommt.